Es muss Wahrheit gesprochen werden, so. Das ist richtig. So können wir das ja verkaufen. Ja, und wenn wir dann hoffentlich alleine sind, kann man endlich über wichtige Themen reden. Wo wollt ihr denn im Preistempel alleine reden? Denkt ihr, sie überlassen uns eine Kammer? Ich würde es hoffen. Dann solltet ihr vielleicht vorher fragen. Ja, lass uns gehen. Wäre doch eine Idee. Gegenüber den Marder-Thermen erhebt sich hinter einem hohen Säulengang eine mehr als imposante Fassade des Gilborn-Tempels, des Prios-Tempels, den ihr ja auch schon kennt, St. Gilborn, dessen Schädel gestohlen wurde. Dem heiligen Gilborn-Schutzpatron wieder die Zauberei ist dieses Haus gewidmet und hier verwahrt man auch das Sonnenzepter von ihm. Ein Zufall? Gegenüber, außerhalb der Stadtmauer, kann man noch den großen Inquisitionsturm von Punin aufragen sehen. Der Tempel selbst ist verlassen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Akoluten, die hier durch die Gänge gehen und Kerzen anzünden und nur ein sehr, sehr alter Prios-Geweihter, der euch dann hier in Empfang nehmen wird. Nach kurzer Nachfrage könnt ihr hier wohl auch hören, dass der Rest im Keil des Lichts gefallen ist und sie wieder versuchen aufzufüllen. Aber nicht einmal Abelmir wird weiter in Verdacht genommen. Also er wird natürlich gemustert mit seiner schwarzen Robe, aber solange das Zepter von St. Gilborn hier liegt, kann er so oder so keine Zauberei wirken und diese würde ja ihm nach und nach ausgetrieben werden. Aber wie du spürst auch, wie du den Tempel betrittst, dass es ein beklemmendes Gefühl in deiner Magengrube gibt. Als ob irgendetwas fehlen würde. Und auch Boltax spürt das. Oh. Dann steht ihr in einer kleinen Ecke mit einem Schrein, wahrscheinlich von St. Gilborn. Und seid unter euch. Also gut, ich denke, ich muss euch nicht buchstabieren, worum es geht, oder? Es geht um die Vernichtung der Splitter. Das auch, aber vor allem um eine junge Dame. Genau. Wir wissen, was der Drache braucht, um sein Ritual zu vervollständigen. Und ich denke, die allerwichtigste Aufgabe vor allen anderen sollte es sein, dass er niemals, niemals das bekommt, was er braucht, um dieses Ritual zu beenden. Richtig. Was schlagt ihr vor? Nun nicht. Wir können ihr keine Befehle erteilen. Aber wir können ihr mit Rat zur Seite stehen. Und ich denke, genau das sollten wir tun. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Wir müssen sie beschützen. Und ich bin der Meinung, wir müssen sie verstecken. Wo wollt ihr sie verstecken? In Gareth? Das Garrett? Ist die Frage. Nein, garantiert nicht in Gareth. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt, dass sich unsere werte Cella offenbart der Welt, ist noch nicht gekommen. Ich sage Folgendes. Es gibt einen Ort auf dem Erdboden, der hundertprozentig sicher vor Drachen ist. Denn wir haben Pyrakor selbst zurückgeschlagen. Ich denke, für sie würde man in Xorlosh auch eine Ausnahme machen. Ich werde keinen Menschen nach Xorlosh bringen. Nein, das müsst ihr ja auch nicht machen, das mache ich. Ich werde es auch nicht zulassen. Warum denn nicht? Ein Mensch gehört nicht nach Xorlosh. Zwerge gehören nach Xorlosh und kein Mensch. Richtig, aber es wäre ja auch nur vorübergehend. Was heißt vorübergehend? 50 Jahre? 80 Jahre? Nein, vielleicht 2 oder 3. Ich denke, ich hoffe zumindest nicht, dass es so lange dauert, aber teilweise muss ich Boltax sogar zustimmen, dass die Zwerge oder gar besser gesagt der Hochkönig unsere beste Möglichkeit wäre, sie in Sicherheit zu halten. Er weiß fast so viel, wie wir es tun. Ihm haben wir uns anvertraut, ihm können wir vertrauen. Wenn wir auftreiben müssen, ist ehemaligen Mitglieder ihrer Garde. Wenn dann welche noch von den Garde rumlaufen, müssen wir die auftreiben und die können dann für ihre Sicherheit sorgen, wenn wir nicht da sind. Die Untergarde. Eine gute Idee. Das ist aber richtig.
Und die werden nämlich auch wissen, wo man sie verstecken kann. Bis dahin muss sie aber trotzdem geschützt sein. Deswegen. Sie muss geschützt sein, sie muss versteckt sein. Alara muss am weiteren an der Macht bleiben. Das Gute daran ist, dass Alara gerade in Gareth an der Macht sitzt, ist, dass es offensichtlich ist, dass sie nicht die nötigen Komponenten für das Ritual besitzt und daher der Drache keinen Grund hat, die Stadt anzugreifen. Das ist richtig. Aber Alara ist ja auch sehr unfreundlich geworden in den letzten Jahrzehnten. Allerdings sollten wir vielleicht auch dem Raben von Punin hier berichten, dass Selindian sehr, sehr, sehr gut geschützt werden sollte. Ich denke, Selindian ist vermutlich die bestgeschützte Person überhaupt momentan. Denke auch. Ja, ich würde es bevorzugen, wenn er nochmal genauso gut geschützt ist oben drauf. Außerdem ist doch hier der Haupttempel von Boron, nicht wahr? Und Boron ist doch der Gegenpart, zu dem sich Razazor verbunden fühlt. Ich will jetzt nicht weiter ausführen, aber ich denke, insbesondere hier hätte Razazor doch einen sehr schweren Stand. Ja. Wir werden sie fragen müssen, was sie von dem Ganzen hält, aber... Wer jetzt? Cella. Ja, genau, wir können ihr ohnehin nur die Ratschläge geben, die wir jetzt diskutieren. Ja. Ich werde ihr selbstverständlich nahelegen, nach Xolosh zu gehen. Ich bin dafür, wir lassen sie entweder hier, beim Raben, wenn sie das nicht geht. Ihr habt doch da Bekannte in Gareth, oder nicht? Diese Magier-Weicheier. Ich halte es nicht für clever, sie nach Gareth zu bringen. Nein, ich will sie auch nicht nach Gareth bringen. Ich will die Magier-Weicheier hier hinholen. Ihr Lars und Eldern, ich denke schon, dass wir sie bitten könnten. Sie müssen ja nicht mal wissen, worum es geht. Es kann ja vollkommen ausreichend sein, dass wir sagen, dass wir eine Person haben, wo wir gerne Schutz für hätten. Wir uns freuen würden, wenn die hier hinkommen, auch wenn sie Weicheier sind. Und ich sagte ja schon einmal, dass es bevorzugt oder besser wäre, wenn sie niemals erfahren, wer das Kind und vor allem auch die Mutter ist. Also ja, wenn wir sie bitten, hier eine junge Mutter zu beschützen. Aber wäre es nicht doch sehr offensichtlich, wenn sie ein Kind, das Kind haben wir uns ja geeinigt, werden wir ihnen wohl nach Möglichkeit anvertrauen. Wenn die Kaiserin zustimmt, aber wenn wir sie jetzt auch noch bitten, auf die Kaiserin aufzupassen, wird ihnen doch sicherlich klar sein, wem das Kind gehört und in welcher... Das ist einfach zu offensichtlich. Wir werden nicht sagen, wer sie ist. Aber wir sollten uns erstmal in der anderen Richtung versichern, dass sie das Kind denen überhaupt geben will. Ja, das sowieso. Und die will vermutlich die schon kennenlernen. Ja. Und ich denke, wenn sie sich selbst geheim hält, wer sie ist, werden sie es auch nicht herausfinden. Außerdem sind das Weicheier, die werden schon nichts sagen. Und ich denke auch nicht, dass sie die Gelegenheit haben, in Zukunft Cellas Gesicht zu sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie werden es herausfinden, sobald sie sich offenbart. Da bin ich mir relativ sicher. Nicht, wenn wir ihnen sagen, dass sie sich weit, weit fern von Gareth halten sollen. Was haltet ihr denn davon? Die kommen hier hin, Kiaras nimmt ihnen ein Segen ab, dass was auch immer die über die Mutter erfahren, niemals aussprechen werden. Bums. Das geht natürlich auch. Da wäre doch aber der Wortlaut besser über die Familie, denn so kreisen wir das. Ja, das ist doch ein Problem für später, Boltax. Na gut. Wir könnten auf der Feier etwas über Selindian Hahn herausbekommen. Was uns vielleicht hilft. Aber wieso das? Ich dachte, der Ball geht um das Horasreich. Nun ja, diese Intriganten, nenne ich sie mal, sind sehr gut informiert über die politische Lage und Vorgänge am almadanischen Königshof. Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann könnten wir tatsächlich eventuell etwas herausbekommen. Ich hätte nur eine Frage, so ganz im Allgemeinen auf den Ball bezogen. Ja. Also es ist ja davon auszugehen, dass die auch etwas von uns wollen. Entweder wollen sie Informationen oder Unterstützung oder etwas ganz anderes, was jetzt für uns noch nicht ersichtlich ist. Sie werden natürlich denken, sie hätten es mit sehr gerissenen Akteuren des politischen Geschehens zu tun.
Aber sie halten uns für wie dumm wie Brot, ja? Ja, genau. Nein. Das werden sie am Anfang nicht. Aber das könnte eventuell dazu kommen. Deshalb ist die Frage, die ich stellen wollte, lügen wir sie einfach permanent über alles an oder streuen wir Körnchen von Wahrheiten ein? Wir streuen Körnchen von Wahrheit dazu. Wir sind Krieger, die viel an der Front sind und tun so oder lassen sie glauben, dass wir benutzbar sind. Wir geben uns absichtlich offen und geben uns ihren politischen Intrigen hin. Okay, das gefällt mir. Da bin ich bestimmt gut drin. Könntet auch direkt, obwohl das ist bei einer. Ihr könntet direkt am Anfang eine Predigt halten. Beim Astenball. Ja, das kann ich machen. Ich dachte jetzt erst an Kiaras, aber wenn ihr eine halten wollt, warum nicht? Das bringt mich zu einem zweiten Punkt. Wir wollten noch über diesen Brief sprechen, nicht wahr? Ja, dieser Brief. Und vielleicht ist dies auch genau der richtige Ort, um darüber zu reden. Bitte sagt mir jetzt nicht, jetzt fangen wir auch noch an, irgendwelche Einladungen darauf zu studieren, was der für ein Wortlaut benutzt hat und ob uns das irgendwie persönlich angreift, weil dann fange ich an, meinen Kopf da vorne gegen den Stein zu hauen. Es geht darum, wer uns eventuell einlädt. Ja. Sollt ihr erfahren. Eine Sache in diesem Brief hat mich stutzig gemacht. Es ist eine Passphrase, die eingeschrieben wurde, dass man sie nennt, um Einblass zu gewährt zu bekommen. Klug versteckt, würde ich auch behaupten. Das Ding ist, diese Passage spricht von etwas, das mir sehr bekannt vorkommt. Und zwar haben wir es in Garrett schon einmal gesehen nach der Schlacht, Raphim, wenn du dich erinnerst. Die du sprichst jetzt nicht von Statuen, sonst kriege ich echt einen Hassanfall. Statuen. Fick doch mein Leben. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich damit zusammenhängt, aber... Würdet ihr mich vielleicht aufklären? Das haben wir tatsächlich geschworen, nicht zu tun. Das ist dann aber blöd, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Es ist tatsächlich richtig, war damals bei dem Schwur, aber mir noch nicht so bekannt, dass du dann zu uns stoßen würdest. War mir auch noch nicht bekannt. Okay, könnt ihr mir genau das Gegenteil von dem sagen? Kann ich mich daran erinnern, dass wir geschworen haben, nichts in Bezug zu diesen Statuen jemals offen zu legen. Zu den Statuen, genau. Die sollen auch egal sein. Es geht um die Natur dessen, was... Wir vermuten, dass diese Leute vielleicht unsere Feinde sind. Ja, gut. Was wisst ihr über alte Kulte? Kulte, die mit der Zahl 13 zu tun haben. Ich hätte eine Frage doch. Also ihr dürft aktiv nichts dazu sagen. Das ist richtig, oder? Aber ihr könntet ganz angestrengt an die Sachen denken. Vortex, diesen Schwur habe ich ausschließlich vor mir selbst und den anderen geleistet. Ich glaube nicht, dass wir damals auf die Götter geschworen haben. Es ist einfach nur eine persönliche Einstellung, dass ich euch Vortex, nichts dazu sagen will. Was wisst ihr von Ratten? Einiges. Kommt. Was wisst ihr von der Symbolik hinter Ratten? Ja, sie stehlen gewisse negative Aspekte da. Reicht es nicht, wenn er weiß, dass wir dort unsere Feinde vermuten? Freunde der Götter? Es ist kompliziert zu erklären, aber ja, wir vermuten, dass es eine... Ich hoffe es nicht, aber es kann sein, dass sie mit einem Kult zu tun haben, mit dem wir schon einmal in Begegnung getroffen sind, die weder mit Dämonen noch mit Drachen was zu tun haben. Gut, nun... Seid einfach sehr vorsichtig, vertraut da niemandem euren Namen an oder euer Blut oder ähnliches. Das würde ich sowieso nicht machen. Ne? Gut. Meine Haare, meinen Namen. Gut. Seid auch vorsichtig, dass euch niemand durch den Bart streift und auf einmal fehlen euch Haare oder was auch immer. Ja, aber es gab eine Phrase da in dem Ganzen, die mich halt hat stutzen lassen. Und zwar sprachen sie von einem... Kettengeflecht am Himmel. Und das hat mich doch sehr ähnlich an dieses Artefakt erinnert, das wir gefunden haben in Garret. Diese, Kette. Ich verstehe, was ihr meint. Stand in dem Brief auch etwas mit der gleichen Zahl?
Moment, hatte die Zahlen nicht. Hatten diese Statuen vielleicht etwas mit dem Gefangenen zu tun, den wir darüber diskutiert haben, ob wir ihn nun exekutieren oder nicht? Und Bortox, wir haben schon öfter mal Gefangene exekutiert. Über welchen sprecht ihr jetzt genau? Der dem das Bein oder so gefehlt hatte, der da im Kerker in Gareth in der Stadt des Lichtes saß. Wo wir ihn erst abgeurteilt hatten. Richtig, der Mann war ein Feind. Ein Feind, der mit diesem Statuen zusammenhing? Ein Feind, der diesem Kult auch angehört, ja. Gut. Ich kann mir zumindest grob etwas darunter vorstellen. Ich glaube, mehr möchte ich auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall sind in diesem Brief... Nun, es ist seltsam formuliert. Es hört sich von der Formulierung her schon an wie ein Kult. Außerdem wurden keine Namen benutzt. Nicht einmal mein Name wurde benutzt. Und trotzdem reden sie von Namen. Und das macht mich stutzig. Wisst ihr denn etwas über diese Loge, die uns eingeladen hat, Abelmir? Habt ihr davon schon mal gehört? Nun, sie beraten den Horas in der berieten ihn in der Vergangenheit. Nun ja, es ist ein sehr exklusiver Bund von Persönlichkeiten und sehr mächtig und sehr einflussreich. Hatschi, ist denn für möglich, dass die hier eine Veranstaltung planen? Es wäre möglich. Ihr erinnert euch an den Tod der Horas? Also glaubt ihr, sie versammeln sich vielleicht außerhalb des Einzugsgebiets der potenziellen Richtig. Erben, um unter sich zu diskutieren? Und um eventuell, nun ja, den Augen und Ohren des ehemaligen Horas zu entgehen. Ja, und nun, ich denke, es könnte auch zusammenhängen damit, was wir halt in Gareth angestellt haben, dass sie durchaus wissen könnten, wer wir sind. Vielleicht liegt es auch an eurem fehlenden Schatten. Am Schatten? Ihr wisst schon, einen Schatten, den ihr in den Darpathien verloren habt. Da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Ja, wir müssen den Battlemanch noch finden und töten. Aber wie meinst du das mit dem Schatten? Ihr wisst schon, der Kult, der Schatten, der fehlende Schatten. Oh. Einer der Statuen hatte keinen Schatten. Richtig. Und? Oh. Ihr glaubt doch nicht wirklich. Oh. Oh. Deswegen haben sie ja auch keinen Namen. Die glauben, weil sie euren ihnen. Namen nicht kennen. Das vermute ich. Die glauben wirklich, ich bin einer von ihnen. Ja. Dann solltet ihr vielleicht keine Predigt halten? Das wäre eine gute Idee. Ach, nun ja. Jetzt macht das mit der Eminenz auch Sinn. Oh. Was ist denn dann unser Ziel da vor Ort? Weil das passt mir alles ein bisschen zu gut zusammen. Ist unser Ziel Informationen sammeln, die Leute erkennen oder sie alle umbringen? Nun ja, das Erste schließt das Letzte nicht aus, nicht wahr? Ich würde auch sagen. Ah, ja, was tun wir jetzt? Aber dann sind es ja doch Diener des Drachen, eindeutig. Des Drachen? Natürlich. Alles Schlechte, alles ursprünglich Schlechte, geht auf den Drachen zurück, der auch Bildercall gemacht hat, natürlich. Ihr habt doch schon einmal von den alatwanischen Prophezeiungen gehört. Und Pyldakor, nicht wahr? Ja, genau. Und wie heißt es dort? Der hat letzten Endes wird er sich mit dem verbinden, von dem wir reden. Und wird fallen für Ewigkeiten. Ja, der Pyldakor selbst gemacht hat. Das ist die ursprüngliche Drachenkraft. Also das könnte tatsächlich hinkommen, dass das dasselbe gemeint ist. Ja, auch vollkommen wurscht. Das ist auch der Urheber der Drachentage. Boah, die waren furchtbar dieses Jahr. Du meinst... Oh, ja. Ja. Das könnte tatsächlich zusammenhängen. Also wir sollten auf jeden Fall... Gehen wir hin? Was machen wir? Geben wir uns als
welche von ihnen aus? Infiltrieren wir sie? Nutzen wir sie gar aus? Was tun wir? Ihr sollt sie infiltrieren und später umbringen. Also gehen wir hinein und tun so, als wären wir Teil von ihnen. Exakt. Nun, dann können wir tatsächlich die, wie nennt man es so schön, ahnungslosen Leute von der Front, die jetzt in die große, glorreiche Hauptstadt kommen. Nun, ihr scheint nicht ahnungslos zu sein. Nein, ihr wurdet Eminenz genannt, also... Ihr seid der große Prophet, der Prediger des Drachen. Ich muss mir wieder alles ins Gedächtnis rufen, was die seltsamen Leute damals in Garas alles von sich gegeben haben. Ich denke auch, dass das wichtig ist. Ich denke auf jeden Fall, ich kann als euer Leibwächter durchgehen. Aber was machen wir mit den anderen? Vielleicht einer als euer Leibmagier, das würde sogar noch passen. Vielleicht sogar beide. Aber mir als Leibmagier wahrscheinlich Isarun sogar auch, weil ich denke, wie wir herausgefunden haben, spielt Orientierung und Ränge keine Rolle für sie. Rafim wäre der Kämpfer, Ich wäre der Magier, ihr seid die Eminenz. Es erinnert mich an eine, diese Boltan-Karten, nicht wahr? Oh, ja, dann brauchen wir noch... Moment, welche Karten gibt es denn noch? Boltax könnte unser Barde sein. Ja, also es Barde. Ist... ihr müsst bedenken, also uns zu verkleiden wird einfach sein. Es ist ein Maskenball. Dann sollten wir uns gemäß unserer Maske verkleiden. Wir können uns genau als das verkleiden, was wir sind. Du dich als böser Schwarzmagier, Boltax als der edle Zwerg mit Juwelen verkleidet, Rafim als Söldner, wir könnten Isarun als strahlenden Pfeil des Lichts verkleiden. Es wäre ja nicht mal falsch. Die beste Verkleidung ist immer die, die echt ist. Ich nehme mal da auch an, dass sie uns beobachtet haben, bevor sie dieses Schreiben uns geschickt haben, weil wir als das kommen, als das wir sind. Und sie aber annehmen, dass wir das nur vortäuschen, das, was wir sind, können wir so tun, also wir bräuchten uns nicht verstellen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich glaube, das, was wir gerade sind, ist wie nennt man das denn? Paradox. Du erinnerst dich, dass ich dir gesagt habe, dass ich mich beobachtet fühle? Ich denke tatsächlich, wir sollten alle also die kommen, die wir sind. Ich würde sagen... Ja, natürlich hübsch herausgemacht. Und etwas überspitzt dargestellt. Nun, nicht einfach nur der Schwarzmagier, nein, Adelur wird dann diesen Widderkappen aufziehen und der böse Schwarzmagier. Ich werde mich nicht so verkleiden, dass ich wie ein Narr aussehe. Und... Der Hunde trägt nicht einfach nur eine weiße Robe, nein, sie zieht doch einen weißen Umhang dazu an. Ach, das ist ein wenig lächerlich. Es ist ein Maskenball, ich denke. Ja, eine Maskenball muss man sich nicht lächerlich verkleiden. Boah, Verkleidungen, ich dachte, das zählt mit dazu. Ja, aber nicht. Man kann sich auch durchaus karikaturtechnisch herausstellen und trotzdem gut dabei aussehen. Eine Widdermaske und der böse Schwarzmagier kann durchaus stilistisch aussehen. Ich bin dagegen. Gehen wir als das, was wir sind. Also eine Maske müssten wir natürlich tragen. Du bist ein Schwarzmagier. Würde sich vielleicht empfehlen, dass wir alle dieselbe Maske tragen. Schlage ich vor, wir nehmen Drachenmasken, denn wir wollen ja die Drachendiener infiltrieren. Ich schlage einfach vor, wir gehen zu diesem Schneidermeister und lassen uns eine Verkleidung machen. Ich denke, vielleicht ist ja auch schon instruiert worden, eine gewisse Verkleidung für uns anzufertigen. Genau davon gehe ich nämlich auch aus, dass dieser Schneidermeister ebenfalls Teil des Ganzen ist. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, vielleicht sollten wir auf eine gewisse Farbgebung zumindest in Teilen unserer Kleidung bestehen. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Genau, dass die Herren und Damen ja meist diese Farbe doch gar bevorzugen.
Vor allem im Horasreich sollte das sehr beliebt sein, denn von dort kommt ja die berühmte Purpurschnecke. Also ich sage nicht, dass wir uns komplett darin kleiden sollten, aber vielleicht einen Anstecker oder etwas ähnliches, ein Tuch. Ein dezenter Hinweis. Wir werden den Schneidermeister darum bitten. Nun, dann ist beschlossen. Ja. Vortax, möchtet ihr mir noch einmal, bevor wir da hingehen? Ihr könnt doch... Wie heißt das denn? Ihr macht doch so eine Art Kopfmeditation für eure geistige Stärke? Oder wie heißt das? Ja, genau. Ich stärke mich durch Meditationsübungen, um fokussiert und auf dem Punkt zu bleiben. Ja, das kann ich. Möchtet ihr mir das einmal zeigen? Ja, das kann ich gerne machen. Also nicht jetzt, aber nachher dann, wenn wir in der Villa sind. Können das auch hier machen. Ja, das dauert doch bestimmt, wenn ihr mir das beibringen wollt oder nicht. Ich bin nicht so schnell vom Begriff. Ja, gut. Wir können das auch in der Villa machen. Hier möchte sich vielleicht jemand anschließen? Also ist es beschlossen, wir schicken einen Eilboten nach Gareth für unsere beiden Magier und bereiten uns auf ein Fest vor. Genau. Und hoffen, dass unser werte Cella so bald wie möglich wieder gesund wird. Das klingt doch alles in allem nach einem guten Plan.